Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius' Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaff ist tot. Reicht das nicht? Sianna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na, na, na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Du beneidest sie um ihre Macht und Schönheit und Freundlichkeit. Ich sehe, dass ich mich in dir geirrt habe. Du verstehst gar nichts. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr, wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Endlich bist du aufrichtig. Lügen sind nur sinnvoll, wenn die Chance besteht, dass jemand sie glaubt. Außerdem finde ich es erfrischend zu sagen, was ich wirklich denke. Warum bleibe ich nicht dabei? Ich war nur nett zu dir, damit du mit mir schläfst. Ich dachte, du könntest mir noch nützlich werden. Dein Freund Regis benutzt dich. Und Anna Henrietta hält dich für einen hirnlosen Golem. Damit hat sie recht. Nettes Spiel. Jetzt bin ich dran. Du bist eine jämmerliche kleine Schlange, die nur um sich kreist. Soll ich weitermachen? Du wirst in diesem Turm verrotten. Wenn du alt bist, verbittert, einsam und vergessen von allem. Ein schönes Leben, Sianna. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaff und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten. Ihre Herrin! Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlechter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist.
Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Sianna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlaff benutzen. Du solltest das fünfte Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester. Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Buclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Sylvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin kein Gefangener. Ich kann tun, was ich will. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlaff war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Ungeachtet mildernder Umstände ist Sianna eine Kriminelle und sollte auch so behandelt werden. Und entsprechend bestraft. Ihre Schuld ist offenkundig. Deine Worte betrüben mich sehr, Hexer. Aber ich kann ihre Logik nicht leugnen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen, aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben? Oh!
Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Für so gnadenlos hat keiner Siana gehalten. Damien nicht, ich nicht, schon gar nicht die Herzogin. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen. Aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Das ist der falsche Zeitpunkt, um zu kapitulieren. Du bist der Kommandant ihrer Wache und musst anderen ein Beispiel sein. Würdevoll und wachsam an ihrem Grab. Anna Henrietta hätte das so gewollt. Du hast recht. Die Zeit der Trauer kommt erst noch. Meine Pflicht dem Herzogtum gegenüber hat jetzt Vorrang. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein. Sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin, trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Siannas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anna Rietta liegen soll. Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier.
Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig.